Hallo meine Freunde, da ist er wieder, euer Sägendoktor. Ja, wie versprochen aus dem Short hier die Parkzeit-Motorsäge mit Elektrostarter. Der werden wir jetzt mal auf den Zahn fühlen und mal schauen, was sie so kann, wie sie läuft, wie sie verarbeitet ist. Ich würde sagen, bleibt dran, jetzt geht's los. Ja, mein allererster Eindruck war, als ich den Karton gekriegt habe mit der Lieferung. Meine Güte, was ist das für ein großer Karton? Kennt man normalerweise bei Motorsägen anders. Die sind immer so in handlichen kleinen Kisten verpackt, Schiene abgebaut. Hier konnte man schon sehen, es war ein großer, langer Karton. Als ich den Karton entgegennahm von DHL, dachte ich, oh, da haben die sich wohl vertan und mit zwei Sägen geschickt, weil das Ding so verflucht schwer war. Ich habe es noch nicht gemessen oder gewogen, besser gesagt, das werden wir nachher aber noch machen. Ich habe auch in diesen Transportkoffer noch nicht reingeschaut. Das ist das erste Mal, weil ich möchte auch selber genauso überrascht sein wie ihr. Dann schauen wir mal rein, wie das hier aussieht. Und zwar, ah ja. Wie vermutet, Schiene, Kette aufgebaut. Dann schauen wir mal in diese Wundertüte rein. Da haben wir wahrscheinlich Ladegerät und Akku. Ladegerät, Akkumulator. Wie viel Ampere hat er? 2. Da kann man dann wahrscheinlich auch irgendwie einen Akkuschrauber mit betreiben. Vielleicht. Das schließen wir erstmal an, damit er schon mal durchladen kann für den Probelauf gleich. So, Karton kann weg. Dann ein Kärtchen. Die Sägekette dreht sich nicht, wenn die Kettenbremse eingerastet ist, lösen Sie die Kettenbremse, indem Sie den Bremshebel gegen sich nach vorne an den Griff ziehen. Alles klar. Dann haben wir hier einmal Bedienungsanleitung Gehörschutz und Schutzbrille und einmal Bedienungsanleitung für die Motorsäge. Dann ein Warnhinweis. Kaltstart, Warmstart, wie das vonstatten geht, werden wir nachher ausprobieren. Dann, was haben wir hier? Ein Gehörschutz, einen halben. Ist noch irgendwas drin? Ja, eine Schutzbrille, was die schützt. Naja, so eine Mischflasche, Mixbottle. Interessant, sehe ich gerade 1 zu 40. Kann man das so sehen hier über die Kamera? Normalerweise hat man ja so 1 zu 50 bei normalen Motorgeräten. Dann haben wir hier Mischöle, was ist das? Nee. Bio Chain Oil, also ein biologisches Kettenhaftöl oder Kettenöl, weil wenn man mal schaut, die Viskosität, das Zeug, das ist eigentlich wie, also mit Haften hat das so schon für mich erstmal im ersten Augenblick nicht viel zu tun, weil unsere Haftöle sind wesentlich zäher, obwohl die Bioöle sowieso ein bisschen flüssiger sind. Dann ist hier noch was hinter? Ja, eine Bedienungsanleitung für das Akku und das Ladegerät. Dann haben wir hier einmal eine Motor, was ist das denn hier? Also, oh, eine Ablenkhilfe. Auch interessant. Die kann man hier an der Seite dran machen. Kennt man von diversen Herstellern. Und dann weiß man, wann man bei 30 oder 35 Zentimetern angekommen ist. Und kann beim Ablenken etwas genauer arbeiten, um sein Kaminholz zu machen. Ja, dann einmal der Motorsägenkoffer. Den stellen wir mal zur Seite. Den benötigen wir ja nicht. Dann kommen wir zur Motorsäge. Also, wie gesagt, erstes Mal, dass ich die sehe. Ich muss selber einmal schauen. So von der Verarbeitung gummierte Griffe. Fühlt sich alles erstmal so vom Anfassen her gar nicht so schlecht an. Naja, wenn Arnold Schwarzenegger für Parkzeit Werbung macht, dann sollte man eigentlich davon ausgehen, dass das ein bisschen was mit Qualität zu tun hat. Aber da wir hier bei uns in der Werkstatt alles reparieren, kriegen wir auch sehr viele Parkzeitgeräte. Und das ist eigentlich nicht immer unbedingt schön. So, schauen wir uns mal die Schiene und die Kette an. Ah ja, Parkzeit Performance. Sehr interessant. Die Säge hat eine Schnittlänge von, muss ich selber auf den Karton erstmal schauen, der neben mir liegt. Das könnten 40 cm sein, so wie sich das, wie es, ja, so wie es aussieht. Ist drauf eine 325er Kettenteilung mit einer Vollmeißelkette. Also wer die mit einer Vollmeißelkette ausstattet, der muss von der Säge überzeugt sein, sagen wir es mal so. Ja, dann nehme ich mal kurz das Handy aus der Halterung und dann schauen wir uns die Säge mal im Detail an. So, Kettenbremse, ne? Das scheint ja alles hier erstmal so wohl zu funktionieren und auch auszulösen. Dann haben wir einmal die seitliche Kettenspannung, auch interessant. Was haben wir hier? Das ist alles in Ordnung. Schiene, Hersteller, weiß ich nicht. Also viele nutzen ja auch Oregon. Aber ansonsten sieht der Motor auch standardmäßig aus, wie diese normalen No-Name-Allround-Sägen. Und hier ist die Seite des Elektrostarters.
Es ist auch ein riesengroßer Klotz, wenn man sich das mal so anschaut. Die Säge, die ist so breit und so unförmig, aber auch nicht uninteressant, will ich auch mal sagen. So, das sieht, also wie ihr wisst, also wer meine Videos kennt, ich komme ja so ein bisschen aus der Fliegerei, habe ja meine Privatpilotenlizenz und das hier, das sieht wirklich aus wie ein Startknopf. Naja, gut. Wahrscheinlich, damit man nicht unbeabsichtigt auf den Knopf kommt und das Ding anspringt und einen hier die Finger und die Arme und die Hände absäbelt. Aber ansonsten, so wie es ist, ist es wie eine ganz normale Motorsäge, die wir eigentlich aus diesem preiswerten Spektrum kennen, würde ich mal so behaupten. Dann hake ich mal das Handy wieder ein und dann schauen wir uns mal so ein bisschen unter der Säge um, würde ich sagen. Bevor wir sie dann starten und laufen lassen. Das Akku muss ja eh noch ein bisschen laden, damit wir sehen, was da überhaupt passiert und wie sie überhaupt läuft und wie sie anspringt. Also ich bin wirklich gespannt. Wir hatten auch schon die Viertaktsäge gehabt, wie gesagt, und mal so einen ganz billigen China-Kracher für 69 Euro. Mal schauen, was sie hier kann. Interessant ist, 1:40 anstatt 1:50 hat man bei diesen niederpreisigen Geräten aber öfters mal. Dann nehmen wir einmal kurz den Luftfilterkasten ab. Also wir werden die Säge nachher auch ein bisschen teilzerlegen. Einmal reingucken, wie das so mit dem Starter aussieht, wie das überhaupt verbaut ist. Weil man kennt das ja, so einmal 50 Kubikzentimeter ist ja auch ungefähr der Hubraum eines kleinen Motorrollers. Und die haben natürlich Anlassermotoren, die sind so groß. Und das sieht mir hier nicht aus, als ob hier ein Anlassermotor drin wäre, der diese Größe hat. Entweder ist das ein kleinerer Anlassermotor, dann frage ich mich, wie lange der halten soll. Oder eine Dynastartanlage, die wird es aber nicht sein. Also ein Starter, der reibungslos läuft, der starten kann, aber auch Energie wieder zurückgeben kann. Deswegen bin ich persönlich sehr gespannt, wie der Starter, das Starter-Element in diesem Motor aussieht. Ja, dann haben wir einmal den Luftfilter. Das sieht so aus, wie man es gewohnt ist von den preiswerten Sägen. Also ich würde jetzt sogar fast behaupten, dass es das gleiche ist. Dann haben wir mal draufgesetzt hier, Deckel wieder drauf. Dann wie bei allen Sägen eigentlich ein Killschalter an aus. Ne, hier gibt es nur aus. Das heißt, sie ist auf Dauer on gestellt. Finde ich persönlich vielleicht mit dem Elektrostarter ein bisschen gefährlich. Dann Choke. Choke raus, so wie man es kennt. Das Gashebel arretiert, wird ein bisschen Gas gegeben und sobald man einmal auf den Gashebel drückt, springt das Ding in den Leerlauf über. Dann haben wir einen Primer, so wie wir es auch kennen. Pumpt auch schön, man hört es. Schauen wir trotzdem einmal erstmal, wie die Kette sich dreht, weil die Kettenbremse eingelegt, ja, die ist aber trotzdem so fest, dass ich sie mit der Hand gar nicht drehen kann. Ich nehme meinen Schraubendreher und ziehe ihn ja mal durch. Die ist sehr, sehr stramm. Das heißt, die lösen wir einmal ganz kurz und gucken auch sofort mal unterm Kettenraddeckel, wie das dort aussieht. Wie die Kupplung verarbeitet ist und wie man sowas dann nachher vernünftig spannen kann, ist ja bei solchen Motorsägen nicht ganz so einfach. Also ich finde Kettenraddeckel, wo das Kettenspannelement im Deckel ist, immer schlecht. Ich finde es immer schöner, wenn das Spannelement im Motorgehäuse verbaut ist, damit man schon mal die Schiene und die Kette auflegen kann, schon mal auf den Kettenspanner legen kann und dann nachspannen kann. Weil man muss das ja so sehen. Solche Sägen, die werden natürlich jetzt nicht von Forstfachwirten gekauft. Das ist ein Hobbyanwender, der mit so einer Säge vielleicht einmal im Jahr irgendetwas sägt oder so ein bisschen Brennholz macht. Und dann ist es natürlich immer, finde ich persönlich, eher schwer, so eine Kette nachzuspannen und das richtig zu justieren, als wenn der Kettenspanner im Motorgehäuse verbaut ist. Ich löse es mal ganz leicht, damit man es erstmal runterkriegt. Man sieht auch schon vorne, setzt die Schiene sofort ab. So, ah ja, da ist die Kettenbremse auch direkt eingebaut im Kettenraddeckel, wie vermutet. Und es sind die ganz normalen Kupplungen, die man aus diesen preiswerten Geräten kennt. Auch der Motor selber, dieser Rumpfmotor, scheint auch sowas zu sein, wie von diesen, ich glaube, das sind 10 Nora Komatsu Nachbauten. Ich kann es gar nicht ganz genau sagen, weil ich mich mit diesen niederpreisigen Segmenten noch nicht befasst habe, nicht so richtig. So, aber jetzt läuft die Kette schön durch, ist leichtgängig. Ich wollte schon nachspannen wie bei Stiel, geht natürlich nicht. Dafür muss erst der Kettenraddeckel wieder drauf. So. Und das ist das, was ich meine mit dem Gefummel. Da muss man erstmal gucken, dass man wieder in die Nut reinkommt. Ah, das ging ja ziemlich einfach, weil die Säge auch noch nicht in Betrieb war und noch nichts verschmiert ist. So, einmal ein bisschen nachspannen erstmal. Dann einmal die beiden Muttern wieder drauf.
Schiene vorne angehoben, ist ganz wichtig. Das sieht man nämlich hier ganz deutlich. Sobald ich die Schiene anhebe, wird die Kettenspannung sofort geringer. Ich ziehe es noch ein bisschen strammer. Also erstmal so handfest. Dann einmal nachspannen mit dem mitgelieferten Schlüssel. Ja, man sieht auch sofort, wenn man die Spannung loslässt hier, dass die Kette sofort wieder lose wird. Das sind, wie gesagt, das ist natürlich was, was nachher den Preis der ganzen Säge ausmacht, dass sie natürlich dass sie nicht so gut verarbeitet sind und dass es doch alles ein bisschen labberiger ist als beim Markenhersteller. Das dürfte klar sein, weil für 149 Euro inklusive Versand eine Motorsäge mit Ölstarter bauen. Aber hier, man sieht es, sie lässt sich ganz gut durchdrehen. Und es ist immer wichtig, dass wenn man so eine Schiene, also so eine Schiene montiert und eine Kette aufbaut, dass man das niemals eigentlich mit der Hand durchzieht. Weil wenn man mal ein bisschen verhakt und das Ding blockiert, die Kette, dann ist sofort das Fell runter. Aber hier in diesem Fall, ich mache es mal mit dem Schlüssel, alleine für meine eigenen Sicherheit, damit man sich hier halt nicht verletzt. So, dann E-Starter. Da schauen wir auch einmal ganz kurz rein. Und zwar, das Akku muss ja noch laden, wie schon erwähnt. Dann nutzen wir die Zeit, um einmal reinzuschauen, wie dieser E-Starter überhaupt aussieht. Was ich natürlich sehr sportlich finde, ist, dass der Hersteller Parkzeit 5 Jahre Garantie angibt. Man weiß ja, dass bei diesen niederpreisigen Geräten, wenn da mal ein Schaden vorkommt nach einem Jahr, dass die wenigsten hingehen und eine Garantie, also die Garantie in Anspruch nehmen. Normalerweise kommen diese Dinger in die Mülltonne oder zu uns zur Reparatur. Und deswegen kann Parkzeit wahrscheinlich auch ruhig 5 Jahre Garantie geben, weil die ganz genau wissen, dass sich nach einem Jahr sowieso keiner mehr meldet. Zu unserer Viertakt-Motorsäge, die ist ja auch noch in Nutzung und in Betrieb und da werden wir auch noch mal ein Video zu machen, wenn wir da mal ein paar Stunden drauf gejagt haben. Jetzt ist ja der Herbst, kommt ja und jetzt geht auch die Brennholzsaison wieder los und da wird sie auf jeden Fall einige Stunden mehr kriegen, weil da möchte ich gerne mal reinschauen und mal genau sehen, wie die Technik aussieht. Und hier schauen wir jetzt, wie gesagt, einmal in den Starter rein. Es sind 4 Schrauben, so wie es aussieht. Ah ja, und man kann das Startergehäuse nicht ganz abnehmen, weil die Kabellage noch drin ist. Und jetzt muss ich selber einmal ganz kurz gucken, wie das hier aussieht. Ah ja. So, mal schauen. Das läuft folgendermaßen. Hier ist der Anlassermotor und hier ist eine Verzahnung. Und man sieht das hier unten, also könnt ihr sehen. Und zwar, ich muss mal einen kleinen Schraubendreher nehmen. Hier sieht man das Getrieberad eigentlich, was läuft. Also das Rad, was aus dem Anlassermotor rauskommt. Und das treibt hier den Starter an und hat einen Freilauf in einer Richtung. Das heißt, es dreht sich in dieser Richtung mit frei und in einer Richtung ist es gesperrt. Ja, das ist jetzt schon mal eine ganz interessante Sache. Hätte ich eigentlich anders vermutet. Aber wenn Parkzeit meint, das funktioniert, dann soll es funktionieren. Das werden sie ja wohl irgendwie ausprobiert haben. Nur die Frage ist immer, wie lange funktioniert sowas? Ja, schön. Dann haben wir das Mysterium auch gelöst. Erstmal den alten Starter wieder drauffummeln. Man sieht schon, es ist hier ein bisschen... Na, kriegen wir es fest? Ja. Nicht, dass schon der erste Garantiefall hier gerade aufgetaucht ist. Starter geht nicht mehr drauf. Ich kann auch gleich noch einmal aus einer anderen Position hier von unten zeigen, wie das aussieht. Weil da sieht man es auch ganz schön, wie das aufgebaut ist mit dem Starter. Also wie gesagt, ich habe es anders vermutet. Aber es ist wirklich ein ganz kleiner Elektromotor, der den Starter oder den Startvorgang auslöst. Ob der nicht ein bisschen unterdimensioniert ist, naja. Aber man hat auch noch die Möglichkeit, mit dem Seilzugstarter zu starten. Das heißt, wenn der Anlasser dann mal defekt sein sollte oder vielleicht das Akku leer sein sollte im Betrieb, dann kann man ja immer noch konventionell starten mit dem Seilzugstarter. So, das sieht ganz gut aus. Ich ziehe sie noch einmal durch, ob es funktioniert. Ja. So, und jetzt kann man hier noch einmal sehen, da sieht man dieses Zahnrad eigentlich, was hier hinter versteckt ist. Da ist es. Ich kann es in eine Richtung freidrehen, in der anderen Richtung nimmt es den Motor mit. Also ist auch irgendwie von der Technik her, ja, was sie davon halten soll, weiß ich nicht, aber das werden wir später sehen. Die Frage ist ja auch nicht unbedingt jetzt,
Also erstmal ist es natürlich interessant, warum werden solche Sägen gebaut und was gibt es Neues? Und da wir natürlich auch ein paar Kuriositäten testen wollen, gehört das Gerät natürlich automatisch mit dazu. Die Frage ist halt, welcher Anwender nutzt so eine Säge? Und wie gesagt, da kommt bei mir nur der Hobbybereich in Betracht. Weil wenn eine Motorsäge nicht mehr starten kann per Hand und einen Elektrostarter braucht, ob der dann unbedingt mit einer Motorsäge rumtanzen muss, das weiß ich nicht. Und man hat ja auch gar nicht den Vorteil dadurch, weil diese Säge, ich würde mal schätzen, um die 9 Kilo wiegt. Und eine andere 3 PS Motorsäge, eine Standardsäge, die wiegt dann vielleicht 4,5. Und dann weiß man nicht, ob der Vorteil des Startens, ob man jetzt dreimal zieht und die Säge läuft, oder man schleppt den ganzen Tag dann 5 Kilo mehr mit durch die Gegend, ob das jetzt ein Vorteil ist, das wage ich zu bezweifeln. Aber die lassen sich ja immer wieder neue Dinge einfallen. Gut, dann werden wir mal ein bisschen Kraftstoff zusammenmischen. Aber bevor ich es vergesse, ich werde natürlich vorher einmal ganz kurz wiegen, wie schwer das Gerät trocken ist. Weil wir natürlich auch ein Vergleichsgerät da haben. Low, Batterie, low. Geht's noch? Kriegen wir es hin? Jo, LBS haben wir nicht. Wir brauchen Kilogramm. Kann man das so vielleicht sehen? Stellen wir mal das Gerät hier drauf. Also ich schätze über 9 Kilo. Oh, doch nicht. 7, seht ihr das? 7,48. Trocken. Das heißt, da kommen noch 500 Gramm dazu, ungefähr haben wir 8 Kilo, wenn das Gerät betankt ist. Dann nehmen wir mal eine Vergleichssäge mit derselben Leistung. Und zwar, die hier ist auch unbetankt, MS251, hat auch exakt 3 PS und die wiegt 5,5 Kilo. Also haben wir schon mal 2 Kilo weniger. Oh, was ich vergessen habe, wir müssen natürlich das Akku noch mit dazu rechnen. Das kann jetzt nicht mehr so viel ausmachen, weil so schwer ist das bei 2 Ampere. Da haben wir jetzt 7,9, also betankt 8,5. So, und noch einmal 8,5 zu betankt 6. Ein 2,5 Kilo Unterschied. Ist eine MS251, wie gesagt, die hat auch exakt 3 PS. Die hat echte 3 PS. Ob diese Säge 3 PS hat, das weiß keiner. Könnte man aber auf unseren Leistungsprüfstand vielleicht mal testen. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, 2,5 Kilo mehr. Die Frage ist, ob jetzt dieser Starter als solches, ich habe ihn gerade in der Hand gehabt, ist natürlich noch ein Kabel dran, aber der wiegt keine 500 Gramm. Also das macht der Starter alleine nicht aus. Das heißt, der Motor selber, die Konstruktion des Motors ist unheimlich schwer. Ja, dann werden wir jetzt mal den Probelauf starten. Und zwar das Akku wieder zurück ins Ladegerät. Leuchtet wieder rot. Das läuft also. Ich werde jetzt nicht extra Kraftstoff neu anmischen. Wie man Kraftstoff mischt, das wisst ihr wahrscheinlich wohl. Wir haben hier für uns in der Werkstatt einmal riechen. Da war schon mal Kraftstoff drauf. Man riecht es. Das heißt, das Gerät wurde schon mal Probelaufen gelassen. Wahrscheinlich vom Hersteller. Was mich eigentlich stark wundert, weil normalerweise so ein Gerät zu produzieren und noch einmal zu starten, kostet alles ja Zeit und Geld. Also, ich war es nicht gewesen, sie kam neu aus dem Dings. Ich habe hier meine Mischflasche und zwar mit 1:25, Super Plus, mit Stihl HP Ultra. Ich habe hier 1:25 aus dem Grund, da wir ja viele Reparaturen machen, wie ihr wisst. Und der erste Lauf normalerweise mit mehr Öl bei uns stattfindet. Habe ich eigentlich immer 1:25 angemischt. Das sollte eigentlich reichen. Tank ist halb voll. Tankdeckel drauf. Pulle wieder zu. Und dann geht es weiter. Noch ein bisschen Haftöl drauf. Oder ein bisschen Öl. Also Haftöl kann man es ja eigentlich nicht nennen. Also dieser Tank, der ist trocken. Die Ölpumpe haben sie dann anscheinend nicht kontrolliert. Was auch nicht so schlimm ist. So. Becher aufgerissen und mal eben gerochen. Riecht eigentlich nach nichts, könnte auch Frittierfett sein oder Frittieröl. Mal ein bisschen drauf, damit die Pumpe nicht trocken läuft. Ich mache aber auch nicht zu viel drauf, weil ich weiß noch nicht, was ich mit dieser Säge danach machen werde. Wahrscheinlich kommt sie nach dem Gebrauch jetzt noch einmal komplett zerlegt, noch einmal reingeschaut. So, dann wollen wir mal schauen. Auf dem Akku sollte insgesamt jetzt genug Leistung schon drin sein oder genug Kapazitäten, die Säge einmal zu starten. Dann nehmen wir einmal hier das
Das die Folie runter. Akku unten in die Säge eingelegt. Läuft wahrscheinlich wie beim Akkuschrauber. Also wie gesagt, so ein Starter hier sieht ein bisschen aus wie aus dem Kampfflugzeug. Ja? Wenn man hier, Bordkanone, da geht es schon los. Also hat nicht mal eine Sicherung, dass man nichts machen kann. Sobald man den Knopf drückt, geht die Säge an, wie man sieht. So, dann pumpen wir mal 2-3 Mal. Wie man es kennt, 4 Prime, Kraftstoff kommt. Choke raus, Zündung ist an. Und dann wollen wir mal gucken, ob er anspringt, der Hirsch. Aha. Naja, das ist bis jetzt noch nicht viel gewesen. Aha, da kommt sie. Springen wahrscheinlich, also man muss ja wie bei einer normalen Motorsäge auch, was man hier natürlich schnell verpassen kann, so lange ziehen, bis der erste Ton kommt, also bis das erste Mal gezündet wurde. Und wenn man jetzt mit einem Elektrostarter rumhantiert, kann das sein, dass man diesen Punkt verpasst. Und das hatte ich gerade gehabt. Vielleicht habt ihr gesehen, ich hatte den Schock gezogen gehabt, hatte gestartet, kam nichts, habe ich einmal kurz Gashebel betätigt, dass die Schockfunktion außer Kraft gesetzt worden ist, und dann habe ich noch mal gestartet und nach etwas längerem Orgeln sprang sie dann ja auch an. Also wir machen es nochmal, Choke ist jetzt raus, normalerweise dürfte sie jetzt so anspringen. Interessant. Was man vielleicht auf dem Video auch gerade, was mir sofort aufgefallen ist, was man auf dem Video vielleicht gesehen hat, dass die nicht schön am Gas hängt. Also nimmt man jetzt eine andere Maschine, startet sie, die ist wirklich von der Drehzahlfreudigkeit ganz anders, die ist echt ein bisschen, die ist so schon ein bisschen lahm. Irgendwas kommt hier auch gerade aus der Säge raus. Ah ja, sieht man hier, da leckt Benzin. Und zwar ist das meiner Meinung nach nur der Tankdeckel. Keine Dichtung eingesetzt, die Chinesen. Oder was ist da passiert? Müssen wir mal gucken. Ja, Dichtung ist drin. Ich mache es einmal trocken. Das sind natürlich so Kleinigkeiten, die sind jetzt nicht so dramatisch. Man muss aber wiederum dazu sagen, dass der Anwender ja so eine Säge kauft, um sie dann eben zu testen und damit auch zu sägen. Und wenn natürlich die Kiste grundsätzlich Kraftstoff leckt, bleibt ihm eigentlich nicht viel über, außer die Säge zurückzuschicken. Weil so ein Tankdeckel, den wird man nicht einfach so irgendwo bekommen. Wir stellen sie nochmal hin, schauen wir, ob es vorbei ist mit dem Lecken oder ob es mein Fehler war, dass ich es nicht stramm genug zugedreht habe, den Tankdeckel. Oder na, ne, leckt Benzin. Seht ihr, ist nass die Hand. Das heißt, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich schaue da einmal ganz kurz etwas genauer drauf. Weil wir wollen die Säge ja auch noch testen, also richtig testen. Und da wäre es natürlich doof, wenn hier der Kraftstoff ausläuft und mir nachher die Säge noch in Flammen aufgeht und ich aussehe wie Niki Lauda. Das möchte ich natürlich nicht. Aber das hier, von der Dichtung her, das sieht gut aus. Und von der Dichtfläche eigentlich auch. Naja. Müssen wir jetzt erstmal mitleben. Ich drehe es mal ein bisschen fester. Was man ja eigentlich auch nicht soll. Mit etwas Glück ist das fest genug. Ja, wie geht's weiter? Ich würde sagen, wir schauen uns noch einmal kurz die technischen Daten an, weil die habe ich auch gar nicht vorher durchgelesen richtig. Aber hier ist ja ein schönes Beiheft. Und zwar hat sie 56 Kubikzentimeter, also 10 Kubikzentimeter mehr als die MS251. Leerlaufdrehzahl 3000, Höchstdrehzahl 11.500. Emissionsstufe Euro 5, ja, sonst wird es auch gar nicht importiert werden dürfen. Ich frage mich, wie sie die dahin gekriegt haben, die Euro 5. Was haben wir noch hier? 1026 Gramm CO2 pro kW in der Stunde. Stiel hat bei der 251 820, meine ich.
So, was haben wir noch hier? Ohne Schwert und Kette 7,1 Kilo, mit Schwert und Kette 8,2 Kilo. Also bestätigt unsere Messung ungefähr. 3,25er Kettenteilung mit 72 Treibgliedern, 1,5 mm Treibgliedstärke, 119 dB. Also ein Jet hat, glaube ich, 120. Also das nächste, die nächste, wie heißt es? Jetzt hat man den Faden verloren. Die nächste Gleichheit mit einem Kampfjet. So, was haben wir noch hier? Der Rest scheint nicht ganz so wichtig zu sein. Achso, Ladezeiten fürs Akku. 60 bis 120 Minuten. Ja, das ist gar nicht mal so wenig. Ja, was diese Säge noch hat, hatte ich vorhin gesehen, aber bin ich gar nicht weiter darauf eingegangen. Und zwar hat sie eine mengenregulierbare Ölpumpe. Also wirklich Luxus. Nicht? Da kann man unten mit einer Schraube wahrscheinlich da, unten ist die Schraube, da kann man die Fördermenge ändern. Von Plus nach Minus. Je nachdem, was man jetzt für ein Öl fährt, sehr wahrscheinlich, und welche Ölsorte man hat und welche Ketten oder Schienenlänge man nutzt. Die Frage ist, ob der Autonormalverbraucher überhaupt eine verstellbare Ölpumpe braucht, weil derjenige, also die Person, die dann so eine Säge nutzt, wie gesagt, sie nutzt sie wahrscheinlich eher sporadisch anstatt dauerhaft. Und da ist jetzt auch eine mengenregulierbare Ölpumpe vielleicht gar nicht mal so wichtig. Was wir noch einmal testen, wie die Säge anspringt, und zwar ohne E-Starter. Können wir auch einmal ganz kurz vorführen. Es fühlte sich gerade so an wie so eine, wie so eine Ergo-Start-ähnliche Starteinheit. Also man braucht hier nichts machen, nicht auf Plus, also nicht auf On oder Off stellen, weil das Ding immer auf An steht. Und mal gucken, ob er anspringt. Also Startverhalten der Säge ist äußerst gut, würde ich mal behaupten. Man erwartet ja bei solchen Dingen eigentlich immer das Schlimmste. Aber Startverhalten ist wirklich top, auch mit dem Elektrostarter. Wenn sie nicht so unheimlich schwer wäre, würde diese Säge jetzt 5 Kilo wiegen, inklusive E-Starter und allem, was dazugehört, dann ist das auch sicherlich keine schlechte Sache mit dem Elektrostarter für den Hobbyanwender. Aber dann kommen wir wieder zum Thema Kraftstoff. Das ist ja das, was sicherlich auch für den Normalanwender dann irgendwelche Probleme bereiten wird. Diese Kraftstoffe, die entmischen sich ja mit der Zeit, und seitdem Ethanol mit dem Benzin ist, ist ja alles noch viel schlimmer geworden. Und wenn er jetzt das Gerät aufgetankt hat und es bleibt ein halbes Jahr stehen und er orgelt da 35 Mal dran rum und sie springt dann doch irgendwie an durch einen blöden Zufall, dann kann das durchaus möglich sein, dass der alte Kraftstoff die Säge zerstört. Über das Thema Kraftstoff mache ich nochmal ein eigenes Video. Das möchte ich aber eigentlich nicht ganz so gerne anfassen, weil diese ganze Kraftstoffangelegenheit ja auch so eine Glaubenssache ist. Das ist ja schon eine Philosophie für sich. Und da kann man sich eigentlich nur Feinde mitmachen. Die Hälfte wird das glauben, was ich sage, und die andere Hälfte wird sagen, natürlich, der spinnt doch. Aber gut, so ist das manchmal im Leben. Ja, was habe ich noch zu dieser Säge zu sagen? Was ich immer gerne mal ausprobiere, ist die Kettenbremse. Und so macht man das auch, so ist es auch vorgeschrieben, auch wenn wir hier die Kettenbremsen bei uns im Laden testen, bei den Reparaturen. Man startet die Säge und legt bei Vollgas die Bremse ein. Schauen wir mal kurz, wie die reagiert. Also irgendwie macht das Starten Spaß mit dem Elektrostarter, ich kann mir nicht helfen. Reagiert auch schnell. Gerade kamen ein paar Funken. Liegt wahrscheinlich daran, dass noch nicht genug genug Kettenöl auf die Schiene ist. Und wenn man jetzt meint, warum ich dieses Gerät sofort hier auf Volllast betreibe, das können diese Zweitaktmotoren durchaus ab. Also wer jetzt hier so eine Säge erst eine Viertelstunde warm laufen lässt, das ist bei kleinen Motoren eigentlich ziemlich überflüssig. Normalerweise, so wie es in den ganzen Vorschriften steht, geht man bei normalen Motorsägen hin, lässt die Säge 5 Sekunden im Stand laufen. 5 Sekunden Vollgas, 10 Sekunden im Stand, 10 Sekunden Volllast, und das macht man im Wechsel, bis eine Minute durch ist, und dann ist das Gerät betriebsbereit. Und das macht man auch bei einer Stielmotorsäge. Also wer jetzt meint, hier, der richtet die sofort mit Vollgas hin, so schnell passiert das nicht. Oh, da fällt das Ding fast aus dem Halter raus. Ja, einmal kurz richten, mich hinrichten. So. Dann schauen wir uns noch einmal ganz kurz das Akku an. Das hatte ich, glaube ich, auch noch gar nicht gezeigt gehabt, also das Akku selber schon. Wie kriegt man das denn raus hier? Das ist natürlich, irgendwo muss hier so eine Lasche sein, da oben, ziemlich weit versteckt. Hat er irgendwo da hat er auch eine Anzeige. Oh, Akku ist voll, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ging ja doch ziemlich zügig, dass er wenigstens zwei Balken anzeigt. Wir haben hier, ich lege das mal daneben, wir haben hier am
4. und am 11. zwei Lehrgänge, wo ich jeweils 8 Forstfachwirte hier ein bisschen Technik erkläre. Das wurde so gewünscht, dass wir ein bisschen so Erste Hilfe im Wald an der Motorsäge, nicht am Mann, dass wir sowas hier mal machen. Und vielleicht schaffe ich es ja, einen von unseren Förstern dieses Gerät mal aufs Auge zu drücken, dass er die mal ein paar Stunden mit in den Wald nimmt und sägt. Und dass wir danach mal schauen, wie sie aussieht. Ich werde es auch selber noch sägen und ich werde auch selber noch ein Video zum Sägen machen. Nur heute ist Sonntag, also das ist jetzt fast live. In einer Stunde ist das Video hochgeladen. Jetzt ist heute Sonntag und da will ich jetzt umgehen damit in den Wald spazieren und irgendwelche Bäume fällen. Und ich bin auch nicht der Holzfäller, muss man auch dazu sagen. Ich bin eigentlich eher der Mechaniker und nicht der Säger. Also ich säge auch gerne, aber ich mache es bei weitem nicht so gut wie manch andere. Das ist halt nicht mein Berufsfeld. Ich bin eher, wie gesagt, der Techniker und nicht der Forstwirt. Ja, das war's zu dieser Säge. Wir hatten die anderen Videos der anderen Sägen gingen etwas länger, aber ich hätte auch gedacht, dass ich hier noch ein bisschen mehr zu erklären kann. Aber so viel gibt es hier gar nicht zu zeigen, weil eigentlich ist es eine ganz normale Motorsäge, nur mit Elektrostarter. Und wie gesagt, was mich wirklich stark wundert und was mich wirklich äußerst stark wundert, dass das Anspringverhalten so gut ist, das Startverhalten. Und ich kann mir vorstellen, dass das sogar ein bisschen Spaß macht, mit dieser Säge zu sägen. Man sollte sie nicht zu hoch loben. Weil es wird sich erst später zeigen, ob das Gerät gut oder schlecht ist und ob sie ihr Geld wert ist. Nur bei 149 Euro kann man nicht allzu viel falsch machen, also inklusive Versand. Und Parkzeit hat ja auch noch was verdient und der Hersteller hat auch noch was verdient. Das heißt, dass so eine Säge vielleicht in Materialkosten und Herstellungskosten, ich schätze mal, so um 20 Dollar liegen wird. Also viel mehr kann das echt nicht sein, weil wer will sonst noch was dran verdienen? Es muss importiert werden, es muss transportiert werden. Wir werden ja auch in China gefertigt, sonst ist so ein Preis gar nicht zu realisieren. Und dann ist es aber trotzdem erstaunlich, dass man ein Gerät kriegt, was irgendwie auch noch anspringt. Also das wäre vor 40 Jahren gar nicht denkbar gewesen, für 20 Euro eine Motorsäge zu produzieren. Oder 20 Dollar oder wie wir auch immer die ganze Sache rechnen wollen. Ja, ich würde sagen, im nächsten Video, also nicht im nächsten Video, das nächste Video wird wieder ein Reparaturvideo von mir sein. Aber in eins der nächsten Videos werden wir diese Säge doch einmal probesägen und werden einmal dagegenüberstellen, eine Stiel, einmal diese Parkzeit. Einmal unsere 64-Euro-Säge und einmal die Viertaktsäge, die auch noch nicht richtig getestet worden ist. Liegt einfach dran, dass wir hier wirklich wenig Zeit haben, weil unsere Werkstatt mit Reparaturen wirklich überfüllt ist. Und das, was ich hier mache, das ist eigentlich eher so in meiner Freizeit und nebenbei. Ja, wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt, dann abonnieren. Oder eine Spende da lassen. Wir haben ein ein PayPal-Spendenkonto, das wird unter dem Video auch eingeblendet. Und ihr könnt auch eine Mitgliedschaft, Kanalmitgliedschaft abschließen. Ich würde mich sehr freuen. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank an euch alle und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Sägendoktor.